Wer wie was? Als trägerverantwortlicher Fachberaterin oder Fachberater wissen Sie, Sprachförderung ist in Kitas schon seit Jahren ein Schwerpunktthema. Damit Kinder in ihrer Sprachentwicklung gut begleitet werden können, ist viel Zeit, Geduld und auch Motivation erforderlich. Das wichtigste Ziel dabei ist daher der individuelle und vor allem erkennbare Fortschritt in der Sprachentwicklung. Um diesen Fortschritt bei den vielen Kindern erfassen zu können, haben sich die Sprachbeobachtungshilfen SISMIC und SELDAG in ganz Deutschland etabliert. Ab jetzt können Sie Ihr Personal dabei unterstützen, die Zeit für die Kinder noch effizienter einzusetzen. In Kooperation mit dem Herder Verlag haben wir von Obhut die Datenbank Plus entwickelt, die es ermöglicht, alle Beobachtungsergebnisse von SISMIC und SELDAG zeitsparend zu erfassen und grafisch darzustellen. Kurz, mit SISMIC Plus und SELDAG Plus wird die Sprachentwicklung jedes Kindes sichtbar. Und das mit nur ein paar Klicks. Neben der immensen Zeitersparnis bietet das Plus noch andere Vorteile. Wird die Beobachtung der Kinder regelmäßig erfasst, können diese Ergebnisse als Verlauf dargestellt werden. So können die Sprachförderkräfte ganz leicht sehen, ob ihre Unterstützung beim jeweiligen Kind gut ankommt. Dieser Sprachentwicklungsverlauf lässt sich als PDF darstellen und ausdrucken. Diese Unterlagen dienen somit als professionelle Grundlage für Elterngespräche oder Übergabegespräche mit Lehrpersonen der Grundschule. Und um einen Überblick vom Gesamterfolg all Ihrer Kitas zu bekommen, können alle Ergebnisse zusammengefasst und anonym ausgewertet werden, auch über einige Jahre hinweg. Dies bietet wiederum eine wichtige Grundlage für weitere Verbesserungen des Sprachförderprogramms. Mit SISMIC Plus und SELDAG Plus können alle Sprachförderkräfte sagen, wir wissen, was wir tun und können es auch zeigen. Unterstützen Sie Kinder in der Sprachentwicklung und Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Arbeit. Informieren Sie sich noch heute unter www.sismicplus.eu oder www.seldagplus.eu.